Aufgrund der aktuellen Corona-Regeln wird es für viele Menschen Pflicht, sich testen zu lassen, um arbeiten gehen zu können oder am öffentlichen Leben teilzunehmen. Gerade zu Stoßzeiten bilden sich Schlangen vor den Teststationen. Aktuell gibt es deshalb wieder mehr Stellen, an denen man sich testen lassen kann, wie seit kurzem auch auf dem Markt in Oberplanitz. Wir waren mit unserer Kamera heute dort vor Ort. Bei unserem Eintreffen standen zwei Frauen an, die darauf warteten, zum Testen an der Reihe zu sein. Eine von ihnen erlaubte uns freundlicherweise, sie beim Test mit der Kamera begleiten zu dürfen. Schön. Hallo. Hallo. Was kann ich tun? Einmal Test, bitte. Wunderbar. Jetzt wird das hier vorbereitet, das Testen. Haben Sie Angst davor? Nein, hab ich nicht. Ist es nicht das erste Mal für Sie? Nein, ist schon öfters passiert. Gut, dann wollen wir mal zuschauen. So, was wollen wir denn machen? Nasenabstrich, Rachenabstrich? Bitte Nase. Also theoretisch ist beides möglich, immer was der Kunde je nachdem, wir machen ja einen Eingriff in den Körper und demzufolge hat derjenige zu entscheiden. Ne? Und wir bieten beides an. Ja, je nachdem, der eine ist an der Nase empfindlich, der andere mehr am Rachen. Ne? Je nachdem. So. Wie weit muss man denn rein? Wir werden das jetzt mal beobachten, um ein richtiges Ergebnis zu erhalten. Naja, man muss schon sehr im Rachen so bis zur Kotzgrenze fast. Ich muss das mal so sagen, sonst hat man nicht genug Material. Ne? Und in der Nase mindestens ist die Vorschrift mindestens die Länge dieses Stäbchens. Also, dann schauen wir ihn einfach mal auf die Finger. Gut, nehmen Sie mal ein kleines bisschen zurück. So, und die andere Seite bitte noch. Und dann haben wir es auch schön. Okay. War auszuhalten? Ging. Super, danke schön. Danke. Während der eine Mitarbeiter auf das Ergebnis des Tests wartete, haben wir uns mit Marie-Christine Buch über das Testzentrum unterhalten, welches es noch nicht so lange gibt. Nein, wir haben erst seit letzter Woche Donnerstag geöffnet. Was war die Motivation, hier ein Testzentrum zu eröffnen, beziehungsweise wie sind Sie dazu gekommen? Meine persönliche Motivation war, dass es hier in Planitz bisher nur zwei Zentren gibt und die sind in Niederplanitz und in Neuplanitz. Und hier in Oberplanitz hatten die Leute nicht so wirklich Möglichkeiten, bis auf beim Autohaus oben BHS, da Termine zu bekommen. Und wir haben durchgehend geöffnet, die Leute können zu uns kommen, sie können auch Termine vereinbaren. Und ich hoffe, ja, es wird weiter so gut angenommen wie jetzt. Sie machen das ja auch ein bisschen mit Herzblut, man sieht es ja. Sie kommen mit Ihrem Kollegen mit einer Weihnachtsmannmütze, Sie nehmen die Leute gerne in Empfang. Es ist ja so, dass es trotzdem so Hemmschwellen gibt, die das erste Mal vielleicht herkommen. Ist das richtig? Ja, also für Leute, die das erste Mal kommen, ist es immer nicht so einfach. Aber wir erklären ihnen das dann alles in Ruhe, wie jeder Test abläuft, wie der nasale Test abläuft, was beim rachialen Test passiert. Und ja, dann sind meistens die Ängste schon genommen. Wenn das Ergebnis dann feststeht, wie wird es kommuniziert? Wir haben es vorhin mitgekriegt, man kann sich per Mail zuschicken lassen, aber die älteren Leute, wie geht's dann? Es besteht die Möglichkeit, dass man sich das als Zertifikat ausdrucken lässt. Dann wartet man hier bei uns vor Ort circa nach Entnahme des Materials und hier rausgehen um die 14 Minuten. Dann haben Sie das Zertifikat in der Hand. Dann besteht noch die Möglichkeit, das auf die Corona-Warn-App zu schieben. Da kriegen Sie von uns einen QR-Code mit und können das dann dort abrufen. Ja, und wie gesagt, per E-Mail. Nochmal explizit zu den Öffnungszeiten, weil ja auch für viele das Wochenende ganz wichtig ist. Ja, also wir haben samstags von 9 bis 11 und nochmal von 14 bis 16 Uhr auf. Und da sonntags hier im Umkreis keiner weiter auf hat, haben wir uns entschlossen, nochmal von 17 bis 19 Uhr aufzumachen. Unter der Woche? Unter der Woche haben wir täglich von 7.30 Uhr bis 16.30 Uhr geöffnet. Für viele Leute sind ja die Weihnachtsfeiertage dann ein Thema, wenn man doch noch spontan essen gehen will. Wie habt ihr da geöffnet? Genau, wir haben zu Heiligabend von 9 bis 15 Uhr geöffnet, am ersten Weihnachtsfeiertag von 9 bis 11 und nochmal von 16 bis 17.30 Uhr und am zweiten Weihnachtsfeiertag genauso. Und ihr kriegt trotzdem noch die Gans in die Röhre? Ja, so kann man das sagen. Gute Weihnachten, schöne Zeit. Dankeschön, das Gleiche. Was uns heute bei diesem Dreh aufgefallen ist, es gibt Menschen, die sich in diesen so anderen Zeiten engagieren, für andere da sind und sich Zeit nehmen.